Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MLS 22 auf der Hofberg. Mein dem Projekt Amos mit Party und Paul. Hallo. Hallo. So, wir voll machen. Butterproduktion läuft wieder. Ein bisschen Milch ist noch übrig, die würde ich einfach hier stehen lassen. So, ich war bei den Tieren gewesen, bevor ich aus dem Leben geschallert wurde. Kalb. Das würde mir nie verzeihen. Das musst du öfter hören, du. So, jetzt die Hühner brauchen, glaube ich, auch noch ordentlich Pflege. Die Kühe haben auch Hunger, haben sie gesagt. Und da du gesagt hast, letztes Mal, da ist noch was im Futtermischer, dann wird das ja relativ einfache Geschichte werden. Sollte eigentlich noch was da sein, denn falls nicht, kannst du einfach an die Hofsilos fahren. Wir haben ja überall was drin. Okay. Also Futtermischer ist tatsächlich ziemlich easy. Okay, das heißt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wir haben letzte Folge die BGA gekauft. Ja. Das Güllefass wollten wir zurückgeben, korrigiert mich gerne. Weil wir könnten es auch für die Gärreste nutzen. Vielleicht behalten wir es einfach für das erste Mal. Okay. Kühe macht ganz schön viel Mist. Aber das kommt uns ja zugute eigentlich. Du hältst jetzt mal die Schnauze mit deinem scheiß Auto da. Was bist du jetzt so zu mir? Ich meinte den Autofahrer da. Ach so. Der Herr gemeint hat mich fast wegzuschauen. Also bitte. Was für ein Anti, ey. So. Ach so, ich sollte den Mist in den Wagen laden, ne? Ja. Ach so, ich hab dich wieder gekonnt ignoriert. Ja, ich hab's gemerkt. Aber ich... Haben wir Silage, Heu und so weiter in lose Form? Nee, ne? Ja. Wo? Wir haben Heu- und Strohlager vorne bei dem Pferd. Ja, das stimmt. Und die Silage? Silage ist beim Fixfermenter. Ah, okay. Dann mache ich das so. Also es müsste eigentlich noch was drin sein. Und ansonsten kommt ja demnächst wieder Material. Irgendjemand hat ja den blöden Stapler so in den Weg gestellt. Ich weiß gar nicht, wer das war. Stabilinski? Wie kann ich denn sagen, dass er mir Stroh geben soll? Ist da kein Stroh drin? Stroh ist das andere Lager links bei den Hühnern. Naja. Muss ich wieder rückwärts ranschieben? Es sind noch 43.000 Liter am Lager. Ja, du musst überall rückwärts ranschieben. Nee, der Heu habe ich jetzt beim Drive-By machen können. Achso, ja. Aber ich habe dir 1.800 Liter Mist gegeben. Reicht das? Du kannst den Wagen voll machen. Achso. Das war nein. Ja, eindeutig, ne? Ich hab's gehört. War ja nicht zu überhören. Das ist nicht genau die Rezeptur. Die wird wahrscheinlich wieder in den Kommentaren stehen, obwohl ich nicht danach gefragt habe, aber... Warum kann ich den Arbeitsmodus nicht ändern? 45, 45, 10. Was? 45% Silage, 45% Heu. Ach so. 10% Stroh. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus, was ich da gemacht habe. Ja, das bist du schon. Hast du fein gemacht. So ein Feini. Aha. Auf Anhieb. Erinnere dich mal an den 19er. Das war schwierig. Mhm. Ja, oder mit Mais Plus ist es auch sehr witzig. Ach, Steuern Z ist eine Doppelbelegung. Sagen das wir mal nett. Aufwendiger. Nicht witzig, aber aufwendiger. Und mit Mais Plus ist es nicht nur aufwendiger. Das ist eigentlich eine Untertreibung. Aufwendig. Ich habe mich jetzt gegen MS Plus entschieden. Ich habe es jetzt runtergenommen für meinen Spielständen. Ja? Ja. Weil du musst halt viel zu viel zukaufen, weil die Karten ja halt es nicht hergeben, dass du. Also man müsste es halt selber einbauen, wie Luzerne, Klee etc. pp. Dass du Klee Silage machen kannst oder. Weil du brauchst ja nicht zwingend Klee-Silage, oder? Na doch, als Eiweißfutter. Weil die Schafe brauchen als Eiweißfutter brauchen die Luzerne-Silage oder Klee-Silage. Gibt es nicht mehrere Eiweiß-Silage? Ja, das sind die zwei. Leider Gottes. Okay.
kannst ja Schaffutter kaufen. Ja, das geht auch. Aber dann wirst du nicht mehr reich mit den Schafen. Das geht doch, du holst über die Kleidung holst du doch ganz schön viel raus, wenn du sie im richtigen Moment verkaufst. Ja. Das geht schon. Aber sie fressen dir halt auch die Haare vom Kopf. Allerdings. Erstmal ein Iber aus der Flasche nehmen, ne, Paul? Ich hab extra das Mikrofon weggeklappt. Hat bestimmt keiner so laut gehört. So. Spekulatius. Werner, dreht hier gerade deine Runden im Waldra? Ja. Warum machst du sowas? Du, ich hab nebenbei noch eine Sprachnachricht aufgenommen. Achso. Was? Ah ja. So, warte mal, du hast gesagt, Hühner haben Futter, ne? Ne, die Hühner brauchen Futter. Ja. Ich kann mir vorstellen, wo die Sprachnachricht hingekommen ist. Glückwunsch. Wo haben wir denn noch Hühnerfutter? Das war doch, glaube ich, im Gehege selbst, ne? Ja. Die Kätzchen laufen hier rum. So süß. Ach, der Modding-Weltmischer hatte mich wegen dem Güllefass angeschrieben. Ob er es ein bisschen modifizieren soll, dass es schneller läuft. Fällt mir gerade ein, habe ich das endlich bekommen. Wow. Sollte so sein, nicht immer dir schicken. Weil er gesagt hat, die Durchflussgeschwindigkeit hat irgendwie erhöht oder sowas. Komme ich hier nicht mal rein? Ich bekomme die Tore nicht mehr auf. Habe ich eine Doppelbelegung? Warte mal, muss ich mal gucken. Puh. War eben mit der linken Maus, hast du, ne? Ja. Umschalt. Aber Paul? Ja. Wenn die BGA den Mist nicht annehmen sollte, können wir den, glaube ich, auch zu Kompost verarbeiten. Das wird auf alle Fälle gehen. Und Kompost nimmt die BGA dann an. Interaktion. Das wäre so witzig. Okay. Mach das mal raus. Okay, das war's nicht. Kann er keine Türen mehr öffnen, das halt. Das soll manchmal vorkommen, ja. Paul, hast du Hammer und so was zum Auswuchten, dass wir dann den Anhänger wieder auswuchten können? Auswuchten? Oh, nee. Naja, die Beulen und Dellen und Schrammen. Was denn für Beulen? Naja. Vielleicht habe ich doch das ein oder andere Mal die Schaufel drinnen versenkt in der Wand. Nö. Ich werde gefragt, warum ich regelmäßig Alkohol trinke, ne? Ja. Moment, was? Wer fragt dich denn sowas? Nicht drüber reden. Und die Frage ist eher, machst du es auch? Nö. Ich habe heute geschmackstechnisch einen Schluck Alkohol getrunken. Geschmackstechnisch? Das ich hatte noch nie Metaxa probiert, tatsächlich, muss ich dir sagen. Was für ein Ding? Metaxa. Was das denn? Da klingt das so komisch, oder schmeckt das so komisch, wie es klingt? Oder? Das schmeckt echt richtig gut, muss ich sagen. Was ist das? Ganz lecker. Ist so griechisch irgendwas, ne? Griechischer Schnaps ist das. Ja, so irgendwie. Solange es kein Uso ist. Nee. Wir hatten heute Gyros gemacht, deswegen, und da ist eben... Sag nichts gegen Uso, Uso ist super. Da ist eben Zeug drin, Metaxa-Soße gewesen. Okay. Ich habe ja tatsächlich neulich bei der Hochzeit von meiner Schwester meinen Nicht-Alkohol
Ding gebrochen. Hast du nicht Alkohol-Ding gemacht? Gehabt? Ich habe nie wirklich Alkohol getrunken, ja. Ja. Also, nie Alkohol getrunken, so ausgedrückt. Okay. An der Hochzeit habe ich tatsächlich 2 Gläser Uso getrunken. Und jetzt bist du fett. Der helle Wahnsinn. Ich muss sagen, ich finde das tatsächlich ganz lustig. Lustig? Was daran findest du lustig? Der Geschmack von Uso ist irgendwie witzig. Okay. Ja, Uso ist halt Arnes Schnaps. Ja. Da kannst du mich scheuchen mit. Ich mag eigentlich Arnes auch nicht wirklich, aber der Geschmack von dem ist irgendwie witzig. Ich weiß nicht warum. Ich habe jetzt noch nie einen Geschmack mit witzig definiert. Ja, frag mich nicht. Das ist tatsächlich der einzige Alkohol, den ich ab und zu mal ganz gut finde. Was sagst du zu Bier? Mag ich absolut nicht. Vom Geschmack her nicht. Vom Geschmack her nicht. Ja. Vom Alkohol wäre es mir tatsächlich egal, aber schmeckt mir einfach nicht. Auch anderer Alkohol schmeckt mir einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Ernsthaft? Was? Fermenter ist voll. Das kriegt den letzten Biss nicht los. Hatte hier sind nur 6600 Liter übrig. Hier beim, bei den Hühnern hätte ich auch nochmal 2 Schubkarren Mist hingeworfen. Warum wirfst du den da hin und bringst den nicht zur Mistplatte? Ist so weit weg. Ja. Wir haben Teleskoplader, hallo? Also fahr ihn doch. Wir haben 2022, kommen Sie her. Nee. Jetzt sei doch nicht so. Oh. Sind auch wieder ein paar Eier hier gewachsen, hätte ich fast gesagt. Ich kann das Kühl auswerfen. Ja, aber da brauche ich einen anderen Wagen für. Mit der Schubkarre, das ist nicht gut. Ja, du kannst ja auch den Retriever laden. Gibt's nicht so einen Handwagen? Gab's doch auch, oder? Ja, der ist aber nicht wirklich schneller wie die Schubkarre. Das ist ja egal, aber es ist stabiler. War das nicht mit irgendeinem... Du kannst es auch auf den Fahrradanhänger und dann rüberfahren. Aber da hast du ja auch schon gute Erfahrungen gemacht. Aha. Du kannst den Fahrradwagen als Handwagen benutzen, habe ich nicht gewusst. Doch. Das war schön noch Mist gefahren. Geil. Da unten konnte ihr hier... Ja, man konnte die Spanngurte drauf machen. Das ist ja super. Warum funktioniert eigentlich unser Bauchholz-Ding gar nicht? Ach, der verteilt direkt. Warte mal. Wohin verteilt der denn? Komisch. Brot habe ich übrigens auch ganz viel auf die Seite geschmissen. Das war komplett voll. Oh, Brot bringt aber gut Geld, ne? Da kannst du auch mal gucken, dass du es vielleicht verkaufen gehen kannst. Jo. Und da liegt echt einiges rum in dem Laden. Ja, da hat er aber nicht viel Platz in den Dingern. Ja. Gefühlt. Und beim Schrebergarten liegt auch ganz viel rum. Das kannst du auch. Das ist Patis Geschichte, da greifen wir nichts an. Wie arbeitet die Bier? Gehören die Eier auch ins Kühlhaus? Die gehen da rein, ja. Wir haben 140 Liter Methan. Okay. War nicht so dolle. Der mich auf dem Leben geschallert hat, ne? Paul, wolltest du den 7-16er nicht verkaufen? Ich bin am Arbeiten. Ach so. Das kann ein anderer ja machen, wenn er seinen Traktor mieten geht. Ich bring grad die Eier weg. Ja, dann holt ihr doch gleich den 42. Ich bring grad die Eier weg. Jetzt lass ihn doch erstmal arbeiten. Mein Gott. Sei doch froh, dass er was arbeitet. Ich bin der am meisten arbeitet hier. Ja, ist klar. Patti, wir haben so viele Unterstellmöglichkeiten, ne? Lässt alles draußen stehen, ne? Und pack den Anhänger in die Mistplatte rein. Ich bin da gerade am Entladen. Da fällst du vom Glauben ab. Kann ich das aufmachen gleichzeitig? Nee, kann ich nicht. Oh. Jetzt musst du doch erstmal den Mist wieder hier rausbekommen. Hoppala. Wow. Das war's dann mit dem? Einfach nur wow.
Der Vent war putt, aber komplett. Neu lackieren kostet 40.000. Das macht man ja nicht. Nö, aber ich habe ihn auch nur repariert. Ich habe mich gewundert, weil meine Anzeige da rechts unten so klein ist. So, Eier sind verstaut, das ist in Ordnung. Und wir sind erstmal fertig. Meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.